Senkrechtstarter in Zahlen. Über 4 Millionen Aufrufe und fast 600.000 Stunden Wiedergabezeit hatte Senkrechtstarter 2022. 92 Episoden und 125 Livestreams habe ich im letzten Jahr für euch gemacht. Ja, und die Zahl der weiblichen Zuschauer hat sich 22 fast verdoppelt. Wie viel ich mit dem Kanal verdient habe, was die erfolgreichsten Videos waren und warum, das klären wir heute in voller Länge natürlich nur auf YouTube bei Senkrechtstarter. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch und freut euch auf das Jahr, was vor uns liegt. Am Wochenende gab es ja in den News einen Rückblick auf die Raumfahrt-Highlights 2022. Heute hier in der Episode erzähle ich euch so ein bisschen was über die Kanalentwicklung und zeige euch, was hinter dem Vorhang passiert. Also eine Folge für Senkrechtstarter-Liebhaber. Ja, junger Vater, da kommen automatisch die Dad-Jokes. Mein Humor ist wohl nicht der beste. Das hat auch mein Video über Swingbys gezeigt. Ich fand den Thumbnail super lustig, ihr offensichtlich gar nicht. Ja, denn obwohl das eine tolle Technik-Episode ist, die am Beispiel der Voyager-Sonden das Thema Gravity Assist und Swingby gut erklärt hat, ja, haben weniger von euch das Video angeschaut. Ein Video nach eurem Humor war dann aber anscheinend mein Fly Me to the Moon. Ich war mir erst unsicher, ob das eine gute Idee ist, für euch zu singen. Tatsächlich haben viele von euch in den Kommentaren auch geschrieben, dass sie zunächst Angst hatten vor Fremdschämen oder Cringe-Momenten. Ja, aber dann wurde das doch sehr positiv von euch aufgenommen. I love you. Enttäuscht haben mich dagegen die Reaktionen oder die Aufrufe für mein Video Alle Triebwerke von Artemis 1. Das ist ja so ein Kernthema von Senkrechtstarter. Das hatte ich in der Woche vor dem SLS-Start veröffentlicht und ich hatte angenommen, es trifft voll euren Nerv. Wurde aber fast nicht geklickt. Absolut unterbewertetes Video meiner Meinung nach. Unbedingt anschauen, wenn du es noch nicht gesehen hast. Ist spätestens bei Artemis 2 dann auch wieder aktuell. Wenn ihr mich nach meinem ganz persönlichen Senkrechtstarter-Highlight fragen würdet, ja, dann würde ich das Interview mit Hans Königsmann nennen. War total inspirierend, mit jemandem zu sprechen, der ab Tag 1 SpaceX mit aufgebaut hat und miterlebt hat, wie SpaceX von einem Dutzend Mitarbeiter auf 10.000 angewachsen ist. Und tatsächlich habe ich während des Interviews einen der größten Fehler auf Senkrechtstarter überhaupt gemacht und wäre am liebsten im Boden versunken. Aber das erzähle ich euch ein andermal. Das war aber nicht das einzige bemerkenswerte Interview. Ich konnte zum Beispiel der Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Anna Christmann, vor dem Artemis-1-Start eure Fragen stellen. Ja, und hatte sogar den Chef der Deutschen Raumfahrtagentur, Walter Pelzer, zu Gast. Für mich ist es immer sehr spannend, mit den Menschen zu sprechen, die man nicht unbedingt im Fernsehen sehen kann. Die Frauen und Männer, die Raketen und Raumschiffe bauen. Ja, wie zum Beispiel Annemarie Lohse von Airbus. Das Video hat euch nach den Aufrufen her zumindest genauso sehr interessiert wie das Interview mit Hans Königsmann. Das war ja bei einem Außeneinsatz bei Airbus. Wie der Außeneinsatz bei Airbus zustande kam, ist übrigens eine lustige Geschichte. Ich wollte eine Episode über das ESM machen und hatte Airbus mehrfach geschrieben, aber über Monate keine Antwort erhalten. Ja, habe dann einfach ein Video über das ESM gemacht und am Ende halt mitgeteilt, auf meine Anfragen hätte ich ja keine Antwort bekommen. Hat dann keine Woche gedauert, bis ich Antwort bekam und eine Einladung zu Airbus. Lessons learned, manchmal hilft einfach ein bisschen rumheulen. Hier hat es sich mit Sicherheit gelohnt. Mein Besuch der Artemis-ESM-Fertigung in Bremen war ein absolutes Highlight. Ich war mit Toni von Mondgeflüster im Rheinraum von Airbus und wir haben uns hautnah das European Service Module Nummer 3 erklären lassen. Genau, das ist das ESM, was Orion mit Artemis 3 zum Mond bringt. Also für die erste Mondlandung seit Apollo. Super inspirierende Erfahrung und ich kann es nur erahnen, wie sich das Team gefühlt hat, ja, nachdem Artemis 1 dann erfolgreich beendet wurde. Ich musste dieses Jahr aus familiären Gründen, die besitzesten Baby der Welt, einige Möglichkeiten für Außeneinsätze leider auslassen. Eine Gelegenheit konnte ich mir dann aber doch nicht entgehen lassen. Ja, Juice, das Ding fliegt zum Jupiter und Senkrechtstarter war für euch hautnah vor Ort. Meine Episode zu Juice, die verlinke ich euch unter dem Video. Während die Senkrechtstarter-Raumfahrt-News bei euch immer sehr gut ankommen und durchschnittlich 30.000 bis 40.000 Mal pro Folge geschaut werden, ist das Bild bei den Technik-Episoden komplett verrückt. Manche Episoden erreichen nur 8.000 Menschen, während meine Episode über den ISS-Reboost über 80.000 Aufrufe hat und ja, eure beliebteste Technik-Episode ever auf Senkrechtstarter ist. Die zweitbeliebteste Technik-Episode 2022 ist mein Deep Dive über die Neutron-Rakete von Rocket Lab, also der nächsten großen Rakete von Rocket Lab, die dann mit propulsiver Landung und Wiederverwendung der ersten Stufe die Falcon 9 überflügeln möchte. Alle genannten Videos packe ich dir in die Beschreibung. Was war denn deine Lieblingsepisode? Schreib mir und den anderen doch gern einfach unter dem Video. Ich habe offensichtlich einige Livestreams gemacht. Das große Livestream-Highlight war natürlich Artemis 1.
Ihr wart fast 7000 Menschen in der Spitze auf Senkrechtstarter, auf dem Senkrechtstarter-Livestream. Absoluter Senkrechtstarter-Rekord. Ja, und der Stream wurde fast 80.000 Mal nachgeschaut. Gleichfalls Rekord. Nicht unbedingt die besten Bilder, die es von einem Raketenstart live zu sehen gab. Das machen SpaceX und Rocket Lab zum Beispiel besser oder auch mancher chinesischer Start. Trotzdem war es natürlich ein extrem cooles Erlebnis, das live verfolgen zu können. Live dann die größte Überraschung für mich, der Einschlag von DART oder den Einschlag von DART auf Dimorphos live sehen zu können. Live-Bilder, wie ein 500 Kilogramm schweres Raumschiff oder eine 500 Kilogramm schwere NASA-Sonde auf einem 170 Meter Asteroiden einschlägt. Und das mit einer Relativgeschwindigkeit von rund 24.000 Stundenkilometern. Unglaublich cool. Ich sag's immer wieder, das Hashtag Team Space hat die beste Community. Ein Event für Kenner, der Space Creator Day am 23. Oktober im Technikmuseum in Speyer. Ihr werdet es nicht glauben, aber bis dahin kannte ich außer Felix von What About It und unser Motto Roman niemanden aus der Community analog, das heißt im wahren Leben. Wir haben uns irgendwie alle digital gefunden und konnten uns wegen Corona jahrelang nicht persönlich kennenlernen. Umso schöner ein Treffen von allen zusammen auf einen Schlag. Ja, für alle, die dabei gewesen waren, war das ein unglaublich cooles Erlebnis. Ja, diese großartige Community dann mal im echten Leben zu erfahren, wird definitiv 2023 wiederholt. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Schauen wir mal in die Senkrechtstarter-Statistik. Vielleicht die gebräuchlichste Zahl, die Aufrufe. Senkrechtstarter hat 2022 über 4 Millionen Aufrufe erzielt. Das ist eine ziemlich verrückte Zahl. Ja, und da nicht jeder, der auf Senkrechtstarter landet und ein Video klickt, dieses unbedingt bis zu Ende schaut, hier eine andere beeindruckende Zahl. Senkrechtstarter hatte 566.473 Stunden Wiedergabezeit im letzten Jahr. Das kann man auch nicht so wirklich fassen, aber du müsstest fast 65 Jahre am Stück YouTube schauen, wolltest du auf die gleiche Stundenanzahl kommen. Zwei Drittel der Aufrufe galten meinen regulären Videos, also den News oder den Episoden, ein Drittel den Livestreams. Ja, und wenn wir bei Livestreams sind, da war dann ein Wert, der mich dann doch ganz schön überrascht hat. Ich habe 125 Livestreams letztes Jahr gemacht, also durchschnittlich alle 3 Tage einen Livestream, das ganze Jahr rund. Vielen, vielen Dank an die Mods, die das mitgemacht haben. Die Anzahl an regulären Videos waren dann nicht unbedingt eine Überraschung. Ich habe ja 2 Formate die Woche, also die Episoden und die News. Und bis auf einige Ausnahmen sind auch jede Woche 2 Videos erschienen. Ein Haufen Zeug, nämlich 92 Videos. Ohne Shorts, versteht sich. Das waren dann nochmal 43 Shorts, die ich gemacht hatte. Das sind aber keine 6% meiner Aufrufe. Typischerweise werden die Episoden und News zwischen 20.000 und 40.000 Mal geklickt, die Livestreams zwischen 5.000 und 8.000 Mal. Klar landen auch Leute zufällig auf Senkrechtstarter. Mit 56,2% werden meine Videos aber überwiegend von Abonnenten geschaut. Ja, und da sind letztes Jahr 21.000 neue dazugekommen. Hat nicht ganz gereicht, um die 25.000 von Ende 2021 zu verdoppeln, aber doch eine gewaltige Steigerung. Vielen Dank für eure Treue. Apropos verdoppeln, tatsächlich hat die Zahl der Frauen sich 2022 auch fast verdoppelt. Allerdings verdoppelt heißt bei Senkrechtstarter, dass der Anteil jetzt bei 3,1% liegt. 96,9% der Zuschauer sind Männer. Hast du dich schon immer mal gefragt, wie hoch eigentlich YouTube-Einnahmen so sind? Ja, dann aufgepasst. Mit 125 Livestreams und 92 Langformat-Videos hat Senkrechtstarter 23.500 Euro verdient. Ja, das setzt sich zusammen aus 15.000 Euro Werbeumsatz, also das, was YouTube durch die ausgespielte Werbung an Senkrechtstarter überweist, und etwa 6.000 Euro durch die YouTube-Kanalmitgliedschaften oder Superchats. Zusammen mit den Patreon-Mitgliedschaften kommt also fast die Hälfte der direkten Kanaleinnahmen durch die Schutzengel. Vielen, vielen Dank. Es ist also wirklich nicht bloß dahergesagt, dass die Schutzengel einen großen Anteil an den Einnahmen von Senkrechtstarter ausmachen. Hier nochmal also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch würde es Senkrechtstarter so nicht geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachen für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Ja, und knapp 2.000 Euro kommen dann noch durch den YouTube Premium Umsatz hinzu. Also Wiedergaben von Menschen, die YouTube Premium nutzen und an denen mich YouTube auch beteiligt. Ja, über 23.500 Euro, das klingt erstmal nicht so schlecht, aber ich bitte zu bedenken, das ist der jährliche Bruttoumsatz. Davon gehen natürlich die Steuern ab, alle Versicherungen als Selbstständiger, ja, und weiter die Ausgaben für den Kanalbetrieb. Daran ist der größte Kostenpunkt die Ausgaben für den Videoschnitt. Das ist aber auch der mit Abstand am besten reinvestierte Teil. Erstens, weil dadurch die Qualität von Senkrechtstarter deutlich gestiegen ist und zweitens, weil es mir unglaublich viel Arbeit erspart. Bevor Nathalie den Schnitt übernommen hat, hatte jede Senkrechtstarter-Woche so 60 Stunden und mehr. Das ging natürlich nur, weil ich eine fantastische Partnerin habe, die mir trotz Kleinkind den Rücken freigehalten hat und trotz Schwangerschaft gesagt hat, hey, klar machst du das. Senkrechtstarter ist was ganz Besonderes. Du musst dich mit dem Kanal unbedingt selbstständig machen und zwar jetzt und nicht erst in 5 Jahren.
ganz, ganz wichtige Unterstützung für mich. Ja, vielen, vielen Dank an alle, die mich mit ihren positiven Kommentaren unterstützen und mich bestärken, das hier zu tun. Ich lese wirklich jeden Kommentar und ich freue mich unglaublich über euer Lob und aber natürlich auch über eure konstruktive Kritik und Anregung. Vielen Dank, dass ihr so eine aktive Community seid und mir helft, Senkrechtstarter jede Woche einen Tick besser zu machen. Das Jahr 2023 wird wieder richtig spannend. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau. Muss ja die Leute mitnehmen. Bam, bam, bam. Woo! Natalie lacht sich gerade tot. Ich will sympathisch sein. Bin ich aber nicht. Ich krieg das in einem hin. Pass auf. Eine mehrwöchige Oh, Natalie, ich sehe dich schon lachen die ganze Zeit. Kannst du mich mal? Und die drei NASA-Astronauten sich von dort aus in die Ich lasse das Wort einfach weg, es geht mir auf den Keks. War doch bisher so gut. Es ist seitdem konkret, verdammte Kacke. Kleine Krokette. Klarer Vorteil, hat man hier keine Vorverbrennung. Findus. Säuft der Hund jetzt hier einfach rum. Findus. Nicht so laut. Mach Platz. Mach Platz. Da ist die Elektron auseinandergebrochen. Wenn das Peter Beck wüsste. Als das von der Unternehmensführung antizipiert wurde. Glaube ich, eine Fliege. Da ist sie, verdammte Scheiße. Das kommt bestimmt in die Outtakes. Da steh dich, Natalie. Apropos. Thanksgiving. Thanks. Tut mir leid, Natalie. Wow.